So, damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe hier in Project Cars. Ja, ich habe euch ja letztes Mal gesagt, dass wir auch nochmal die Corvette fahren wollen, weil die sind wir noch gar nicht gefahren. Und drücke mal aus, diesen Dampfer mal nicht gefahren zu haben. Das ist was Falsches, das muss man auf jeden Fall mal gemacht haben. Und deswegen fahren wir heute mal auch typisch zum Wagen passend amerikanische Strecken. Wir fahren Watkins Glen in der Kurzanbindung, weil ich den letzten Abschnitt nicht so wirklich mag bei der Strecke. Und gegen wunderschöne 29 Gegner der GT-Klasse. Darunter natürlich auch der AMG GT, den wir letztes Mal gefahren haben. Und wir fahren selber einen amerikanischen Dampfhammer, der natürlich direkt kein GT3-Fahrzeug an sich ist. Aber das ist scheißegal. Der Sound, da ist mir Wayne, was für eine Klasse der Wagen überhaupt ist. Der könnte auch gegen Mini Cooper antreten, das wäre mir Latte. Dieser Sound, den ich euch auch nachher nochmal von außen zeigen werde, macht das alles weg. Aber hier in der Anfangsphase werde ich jetzt erstmal nicht Sicht wechseln, weil ich sonst nur Unfälle baue. Wir wollen doch gerne erstmal die Anfangsphase überstehen. Insbesondere hier in Schikanen, dass die KI gerne noch ein bisschen rollig, nenne ich sie mal liebevoll. Die will plötzlich alles bespringen. Dann nehmen wir noch einen. Der BMW hat zurückgezogen. Na komm. So, gehen wir mal in die Außensicht. Jetzt bitte einmal der Klang. Ich glaube, das spricht für sich selber, da brauche ich glaube nichts dazu sagen. Alter Verwalter, was ein V8-Geböller, das ist krank. Was der Wagen, jetzt bin ich bis vom AMG nach außen geschubst, ist er noch neben mir, nee. Was der Wagen für ein V8-Feuerwerk abballert, das ist abnormal. Der brüllt sich was zusammen, das ist echt krank. Voila, der AMG direkt im Nacken, ich bin auch gerade ein bisschen unsanft durchgekommen durch den Abschnitt. Direkt hier in deinem Ruf. Haha, da wurde die Dachse leicht. Achtung. Jetzt hier schön die Innenbahn benehmen. Komm. Ja. Der Platz gehört mir. Upp, nicht noch auf den Körper, sondern neben mir. Ja, so viel zum Thema, der Platz gehört mir. Der hat alles dagegen gehalten, der Sack. Na komm, komm jetzt sie. Ah, rausgerutscht. Wow. Habe ich nach links geguckt, der 8 plötzlich wird vor mir langsamer. Deswegen bin ich dem voll in den Reim fast reingeschossen. Das war haarscharf. Natürlich KI wie letztes Mal ein bisschen auf niedriger gestellt. Dadurch können wir hier schön ein bisschen durchs Feld flügen. Bei 29 Gegnern können wir das auch schön machen. Da vorne haben wir auch den Cadillac, den ich auch nebenbei immer noch geil finde. Optisch einfach ein Brett. Ich liebe den Wagen optisch. Ist ein sehr, sehr geiler GT3-Renner. Wie gesagt, die Corvette an sich kein GT3-Fahrzeug. Da gibt es ja auch noch einen, der in... Oh, das war zu spät eingelenkt. Ah, shit. Fehler von mir. Es gibt ja auch noch eine GT3-Fassung davon, die noch, finde ich, ein bisschen geiler aussieht. Gut, kann auch daran liegen, die ersten Bilder, die einem von dem Fahrzeug gezeigt wurden, waren das Ding einfach ohne Beklebung, also eben Rohkarosse. Und die Rohkarosse ist ja Vollcarbon. Sieht natürlich dezent heiß und ein bisschen brutal aus. Daran kann es natürlich auch gelegen haben. So, der Cadillac hat ja massiven Fehler gemacht, das nutzen wir natürlich eiskalt aus. Ich finde auch die Rückansicht sehr, sehr geil, also die Rückfahrkamera. Schön großer Monitor, man hat gute Übersicht nach hinten. Nach links und rechts nicht, dafür müsste ich die Sicht anders einstellen, weil standardmäßig guckst du eben nicht in die Spiegel links und rechts rein, leider. Das wäre so ein Wagen, der mit VR wunderschön funktionieren würde. Wurde ich auch schon gefragt, ey Lukas, hast du nicht auch Bock, die Rennspiele mal in Virtual Reality zu zocken? Weil das ist natürlich so eine Sache, die Virtual Reality super kann, die VR-Headsets wie Oculus Rift. Oder hat die Vive, die mich mehr reizt, muss ich sagen. Die Vive reizt mich vom Preis-Leistungs-Verhältnis, auch wenn sie viel zu teuer ist, trotzdem mehr als die Oculus, weil sie mehr kann einfach. Muss ich sagen, klar, für Rennspiele ist es unfassbar gut. Weil, oh shit, du kannst viel, viel schneller fahren, du hast eine Übersicht, du kannst in die Kurvenschaltpunkte reinschauen, du kannst die Spiegel mitnutzen, allem drum und dran. Also und grundsätzlich dank dem 3D-Effekt, natürlich kannst du den Wagen natürlich auch mitunter besser einschätzen, kannst also ihn genauer in den Kurven platzieren. Von daher, Rennspiele profitieren von VR, also Virtual Reality, so viel wie fast kein anderes Genre mit Sicherheit. Und natürlich würde ich es gerne machen. Und es ist auch so eine Sache, die ich auf jeden Fall in Zukunft machen will. Ich will auf jeden Fall
Virtual Reality nutzen, erst recht für Rennspiele. Aber das erst zu einem Zeitpunkt, wenn das in einem preislichen Rahmen ist. Erster Punkt ist, Minimumanforderung ist der GTX 79. Was habe ich drin? Ich habe nur 79. Heißt, ich könnte es gerade mal auf den Minimumanforderungen spielen. Ist nicht so geil für die Augen, wenn du die Grafik nicht hochjagen kannst. Weil du musst eine sehr, sehr gute Auflösung haben. Beziehungsweise, klar hast du vielleicht auch noch eine gute Auflösung, aber der Rest, also die Details und sowas sind da nicht so geil. Und das geht, denke ich, auch auf die Augen. So, erster Punkt. Grafikkarte also noch nicht, zwar stark genug, aber nicht stark genug für geilste Qualität. Plus, nicht das Geld übrig, mal kurz mit Virtual Reality Headset zu kaufen. Wie gesagt, die Vive wäre das, nicht mehr holen würde, nicht die Oculus. Aber preistechnisch brauche ich drüber reden. Nicht für über 900 Euro, das ist aktuell nicht in meinem Budget drin. Da warte ich dann doch lieber noch ein bisschen ab. Warte noch ab, bis es vielleicht nochmal in ein, zwei Jahren ein bisschen günstiger wird, ein bisschen marktreifer wird. Aber ich finde es schon mal sehr, sehr geil, dass das ganze Thema jetzt schon so aktuell ist und ich freue mich da für die Rennspiele drauf. Und wie gesagt, ich habe ja mit der Oculus schon mal Project Cars gespielt auf der Gamescom. Unfassbar geil, unfassbar geil. Das war richtig krass. Bei Regen im Z4 GL3 auf Hockenheim. Erste Mal Virtual Reality Headset aufgehabt. Komplett weggeblasen gewesen. Es sah zwar grafisch noch nicht so geil aus, es war noch relativ unscharf, weil es auch einer der früheren Entwickler-Kits waren. Aber trotzdem schon so von der Idee dahinter unfassbar beeindruckt. Und deswegen, ich will das unbedingt in der Zukunft machen. Und die Corvette hier, wie erwähnt, würde natürlich davon profitieren, weil wir hier links und rechts, in der standardmäßigen Perspektive, links und rechts die Spiegel da nicht nutzen können. Mit einer Virtual Reality Brille auf könntest du die nutzen. Da könntest du einfach nach links oder rechts rüber gucken. Würdest du ja auch ganz instinktiv wie beim normalen Autofahren auch. Von daher, upsala. Schau mal aktuell auf 16 vor. Die Corvette ist natürlich auch schon ein Biest, was Speed angeht. Brauche ich drüber reden. Die marschiert schon ganz gut. Und sie liegt wie ein Brett. Die fährt sich wirklich unfassbar gut. Ich muss sagen, ich mag den Innenraum der Corvette sehr, sehr gern. Also wie gesagt, die Rückfahrkamera finde ich halt top, weil man viel mehr Übersicht hat als mit dem Rückspiegel. Oder die Intakte ein bisschen leicht beim Anbremsen, da muss man aufpassen. Jetzt ist ein bisschen eher unruhig. Ich bin hier gerade an zwei Markenkollegen dran. Ja, obwohl, ob das in der ersten Kurve klappt, also wenn der Platz macht, sicherlich. Ich habe einen Platz gelassen, also ich bin jetzt sehr, sehr eng um die Kurve rum, also ich bin sehr, sehr langsam. Ich habe ihm auf jeden Fall den Platz gelassen. Wo ist denn der? Ist der neben mir? Kein Scheiß, das ist ja wirklich nur neben mir, Alter! Ich habe die ganze Zeit in den Seitenspiegel geguckt und in der Rückkamera sah ich kein Auto. Da bleibt ja alles kalt neben mir, die ganze Sektion. Krasse Scheiße, Hut ab, KI, hätte ich jetzt nicht mehr gerechnet. Da lasse ich den vor, weil da schieße ich mich sonst ab, wenn ich neben dem bleibe. Schön auf zwei Reifen vor mir. Alter, was geht mit der KI ab? Komm, jetzt langsam. Und dabei ist sie, wie gesagt, nicht auf dem hohen Schwierigkeitsgrad eingestellt im Moment. Ist relativ schwach sogar. Aber die Corvette macht unfassbar Laune zu. Ja, und tschüss. Fuck. Ah, Gott sei Dank habe ich Schäden aus. Das wäre ein ganz schöner Schaden gewesen, hätte ich gerade die Karre zerlegt. Wollte ich gerade sagen, ey, die Corvette macht richtig Spaß zu fahren. Klatsch, volle Kanüle weg. Ja, war mein Fehler. Ich bin außen auf den Curb gekommen. Und Problem ist, du kannst den Curb mitnehmen. Das ist gar kein Problem. Da fährst du ja auch nochmal drüber. Aber du darfst nicht außen auf die Kante kommen. Also darfst du nicht überfahren, weil der hat nämlich außen, hat er eine Kante und die fällt dann einfach ab. Also der ist nicht wie von vorne, dass er ansteigt, sondern hinten fällt er einfach ab. Und wenn du dahinter mit den Reifen kommst, dann verlieren die abrupt Grip und ja, mit Tech-Antrieb und einem V8-Motor unter der Haube. Da ist der Zappenduster, da hat mich das richtig weggeschmissen, keine Chance gehabt, dass ich halt so abrupt kam. Gut, dass wir Schäden aus haben, das wäre nämlich auch wieder ein Boxstopp gewesen, wenn ich mir die Karre sogar zerlegt hätte in dem Moment. Ach, fuck. Ich hab mir da versucht abzufangen, aber das kannst du vergessen, so abrupt wie das kam. Okay, merken den Körper, lassen wir auf jeden Fall erstmal außen vor. Jetzt, wir nehmen ihn schon mit, aber eben nicht drüber fahren. Waren unüberlegte Manöver in alles in einem. Schon wieder drüber, dann diesmal überfahre ich ihn aber dann ganz, dass ich wieder Grip finde.
Da gucken wir, ob ein Ruf hier vorbeikommt. Ne, das werden wir nicht probieren. Jetzt haben wir ihn aber, da konnte ich mich schön daneben setzen. Oh, mal gucken, ob der jetzt parallel hier mitzieht. Ich bin mal gespannt. Oh, jetzt zieht er so eiskalt mal vorbei. Weil ich musste halt die Kurve so eng fahren, dass ich vom Tempo runtergehen musste. Schön dranbleiben, den kriegen wir schon noch. Aber Schikane könnte aber auch böse enden, wenn ich jetzt Scheiße baue. Ja, komm schon. So, jetzt bin ich aber innen drin. Die machen hier mal schön offen. Also die KI fährt hier die Linie zu weit außen. Ah, fuck. Okay. Ja, lieber zu weit außen fahren als zu weit innen, du Lappen. Scheiße, jetzt auch immer noch innen Curb gefunden, auf dem man wegrutschen kann. Die Corvette ist böse, was Curbs angeht. Also ich mag die gar nicht. Da musst du echt ein bisschen untersteuern. Du musst ein bisschen aufpassen, wie du die anfährst. Dass du den Wagen da nicht wegschmeißt. Wir sehen auch, die Reifenabnutzung ist wirklich nur auf einer Seite. Also Reifenabnutzung ziehe ich trotzdem an. Die ist wirklich sehr, sehr einseitig. Die linke Seite, Großteil belastet. Man muss überlegen, wir haben zwei Linkskurven. Also die eine, okay, drei Linkskurven mit der hier. Die hier in der Schikane, Schikane nehme ich mal als eine. Die haben wir noch und eben die vorletzte Kurve vor Startziel. Die auch noch. Sonst die meisten Rechtskurven, die wir hier haben, sind sehr, sehr schnell. Deswegen auch sehr fordernd für die Reifen. So, diesmal lasse ich mich nicht nach innen drücken. Da bleibe ich einfach auf meiner Spur. Der Ausruf ist aber dadurch echt schnell. So, jetzt mal gespannt, ob er gegenhält. Vorbei, sehr gut. Da hat er dann doch da mal zurückgestochen, sehr gut, zurückgezogen. Einmal im vierten haben wir echt doch gut Leistung, holla. Im vierten Gang aber super viel Leistung sogar noch, merke ich hier gerade an. Hier, wir haben den R8 ranziehen können. Die KI fährt immer eine sehr, sehr weite Route hier. Die fährt immer sehr, sehr weit raus. Ah, schaffe ich da noch vorbeizuziehen? Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das gut geht. Ich lasse mal offen. Ja, der Ruf muss nämlich jetzt eine ganz doofe Linie fahren, fährt mir deswegen vor die Karre. Das hat mir jetzt gar nicht geholfen. Jetzt bin ich aus der Linie hier, aber... Ah. Der ist ja auch wieder... Do, holla, Junge! Das war aber Augenmaß, dass das gerade noch gepasst hat. Gerade so vor mich gezogen. Ja, mein Überholmanöver vorher bei der Schikane war es doof. Und deswegen hat der Ruf eine dumme Linie wählen müssen. Und es hat sich dann leider alle Kurven durchgezogen für mich. Okay, da hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich da einen Überholmanöver mache. Können wir direkt wieder rüber, sehr gut. Schön an ihm dranbleiben. Aber jetzt, wenn ich schon dran bin, kann ich auf jeden Fall in der Schikane noch durchziehen. Ah, dreckige Luft. Der 8 macht auch Druck, scheiße. Hoppala, da ging der Wagen ein bisschen weg. Okay, ich wollte ihn jetzt nicht komplett rausschieben. Ich habe ihn nur leicht angeschoben, das hat ihn aber leicht... Oh, okay, den hat es komplett rausgesetzt. Ja, der Opferruf hat komplett... Das ist der Nachteil von der Crash-Physik bei Project Cars immer noch. Dieses magnetisch Anziehende. Das nervt halt wirklich. Shit, zu raus. Mal gucken, wo der 8 bleibt. Noch ist er dran. Ja, den rechten Spiegel kann ich nicht nutzen wegen dem scheiß Gitter, ey. Mit der VR-Brille könntest du da auch einfach drüber schauen. Wo ist denn der hin? Ah, der ist neben mir. So, ey, er hat plötzlich auch mal eine innere Route gefahren. Normal fahren die immer so weit außen, aber die können auch innen fahren anscheinend.
Voll. Ich würde gerne wieder an die beiden Corvettes, auf die beiden Corvettes aufholen, das wäre super. Das ist vor 8 oder vor 12er, ist die Frage. Vor 12er hat er die, ist ja ohne die Scheinwerfer vorne drin. Und Zusatzleuchten. Die hat nur der V8. Ist auch ein bisschen langsamer, was die Leistung angeht, hat aber mehr Aerodynamik. Ah, come on! Und ist bei S. Martin, haben beide so fette Frittentheken, von daher kann man es da nicht unterscheiden am Heck. Okay, der 8 setzt gerade an. Ja, ist ja krass, wie, ich kann auch, wie der die Linie halten konnte. So weit, Alter! Da konnte ich jetzt gar nichts für. Bin ich ihm gerade voll in die Karre gerutscht, aber nur weil er zugezogen hat. Funktioniert so nicht. Der ist schnell, der Junge. Der 8 gibt echt gerade ganz schön Dampf. Ich habe auch immer das Problem, dass ich immer wieder einen Gegner vor mir habe, mit dem ich erstmal duellieren muss, aber ich komme den anderen auch schon wieder hinten ran. Das Martin holen wir uns jetzt aber. Ja, da haben wir, da sind wir mit Überschuss. Boah, lass mir die äußere Linie. Wow, ey! Ich habe es vor 8er, deswegen gar nicht so viel Dampf. Ich kann sagen, da ist die Zusatzscheinwerfer vorne drin, der kann mal per DLC rein. Mal gucken, ob die beiden Corvettes noch aufholen können. Ich habe ja erstmal ein bisschen freie Bahn, mal gucken, ob ich das zu meinem Vorteil nutzen kann. Wir haben auch nicht mehr so viele Runden übrig. Ein bisschen weit raus, shit. Oh, das ist Rennrunde. Krass, hätte ich nicht mitgerechnet, aber die war auch ganz gut, die Runde wirklich. Da hatte ich jetzt so ein leichtes Untersteuern, merkt man schon so nach, ne? Dass die Vorderreifen wirklich da auf der linken Seite insbesondere ein bisschen im Eimer gehen, das merkt man jetzt. Ob wir an die beiden noch rankommen. Vom Speed her müsste es gehen. Wir sind gut unterwegs. Seht ihr auch schon, wie ich jetzt eine Lücke rausfahren konnte, weil ich jetzt halt keinen mehr vor mir hatte. Ja, ich komme noch ran. Gucken, ob wir vielleicht noch in der letzten Runde noch duellieren können mit. So, jetzt ist zwei, eine 3-Runde haben wir jetzt noch. Haben also noch Zeit mehr ranzufahren, wäre ganz geil. Top 10 wird sowieso nicht mehr. Aber alle Plätze mehr nehmen wir doch gerne hin. Die beiden fahren nämlich schön Duell, das können wir vielleicht nutzen. Oh, da sind wir schon dran, go hier. Ja, dadurch, dass die im Zweikampf sind, können die nämlich nicht wirklich schnell fahren, die beiden. Das müssen wir jetzt so ausnutzen. Also noch die beiden Corvettes zu holen, wäre ja schon ein ganz geiles Ziel jetzt fürs Ende des Rennens noch. Fuck. Boah, da ging er jetzt ganz böse weg. Meine Fresse, was ist jetzt los? Da war aber ganz böse mit der Hinterachse gerade beim Anbremsen. Gucken, ob die das wirklich durchziehen, gerade die erste Kurve zu zweit. Das will ich jetzt sehen. Tun sie. Das kostet natürlich jetzt richtig Zeit. Da bin ich schon dran. So, ab geht's. Dann wollen wir mal. Vorletzte Runde. Wieder an den beiden Jungs dran. Ich schätze, dass die Jungs sind. Die arme Corvette kann auch mit der Frau fahren. Das ist keine Ahnung. Da werde ich hier rausfinden. Boah. Nee, keine Frau. Meine Fresse, die manchmal, also die
der KI auch so oft zu pannen hat, fährt schon geile Duelle. Kannst du sagen, was du willst. Also ist manchmal knallhart, was am Durchziehen angeht. Meine Fresse hier, das gibt's doch nicht. Wie kommt ihr denn so eng rum? Ich kann nicht so weit einlenken, sonst wird die Hinterachse. Okay, Rundenzeit ungültig. Danke. Ich habe schon gerade, hab mich gerade disqualifiziert mit der Meldung. Da hatte ich gerade ein bisschen Schiss bekommen, weil ich habe da jetzt erst gecuttet. Oh, innen zu fahren ist assi. Bin gespannt, ob der Kollege mitzieht. Ja, da hätte er zurückgezogen. Sehr gut. So, Platz 15 haben wir schon mal. Jetzt heißt es noch vielleicht Platz 14 einholen. Komm schon. Ja, wir sind dran. Komm schon, das Fliegen-Corvette. Oh, das steuert hier jedes Mal. Ich krieg den da nicht rum. Fuck. Ja, geil. Scheiße. Letzte Kurve disqualifiziert. Nicht dein Ernst. Ah, fuck. Scheiße. Ja, gut. Er hat mich vorhin schon drauf hingewiesen. Ich hab's dann nochmal gemacht. Ist aber auch fies, die Kurve. Du rutscht halt öfters raus. Aber ich kann das schon verstehen, wenn ich das jetzt 5-6 Mal locker gemacht habe. Irgendwann ist halt eine Strafe dann fällig. Das war ja einfach nur abzusehen, weil du machst ja halt massiven Vorteil. Von daher ist das soweit schon okay. Wäre jetzt 15er, sagen wir mal, geworden. Aber ja, leider, das kriege ich hier vorne auch nicht schlecht. Ja, damit würde ich aber sagen, bin ich raus für die heutige Folge von Project Cars. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt auch gerne Vorschläge von Fahrzeugstreckenkombinationen in die Kommentare, auf die ihr Bock habt. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall in einer kommenden Folge wieder. Bis dann, ciao.